Ich tanze bereits, seit ich denken kann, seit ich klein bin. Für mich gehört das Tanzen zu meinem Leben dazu. Ich tanze, weil es mir Spaß macht und ja, weil es mein Leben ist. Tanzen ist einfach so das Schönste, was es gibt. Es ist auch einfach ein super Ausgleich vom Alltag und es ist einfach das schönste Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst, das Licht in deinem Gesicht leuchtet und dich alle anschauen und einfach das wertschätzen, was du da auf der Bühne machst. Ich tanze, weil man seine Gefühle ausdrücken kann. Man kann traurig tanzen, man kann glücklich tanzen und weil es mir einfach Spaß macht. Ich tanze, weil es mir Spaß macht und weil ich es schön finde. Die Soul of Dance Company hat ein ganz spezielles Credo. Jeder darf bei uns tanzen, egal ob er viel Geld, aber wenig Geld hat oder einfach nur Spaß am Tanzen haben will. Professionell oder semi-professionell, das ist ganz egal. Wir haben es sogar geschafft, dass wir Tänzer, die bei uns angefangen haben, so mit 6, 7 Jahren, hingeführt haben zum professionellen Tänzer. Ich tanze seit 12,5 Jahren und seit 9 Jahren bei Petra und ich bin dann seit 2012 regelmäßig bei den Wettkämpfen dabei. Angefangen habe ich vor etwa 20 Jahren, selber aktives Mitglied, dann später in die Wertungsrichterabteilung gewechselt und heute tanzt meine Tochter hier und ich freue mich total, zusammen mit ihr heute auf der Bühne zu stehen. Die Soul of Dance Company bedeutet für mich extrem viel Spaß, vor allen Dingen sehr viel Entwicklung und Menschen, die ich mittlerweile schon seit über 11 Jahren kenne, heranwachsen zu sehen und das ganze Potenzial dementsprechend auch zu fördern und ein bisschen rauszukitzeln. Ich bin mittlerweile seit 13 Jahren dabei, glaube ich, und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, hier anzufangen, weil es jeden Tag, den ich hier tanze, eine Herausforderung an mich selbst ist, an meinen Körper, an meinen Geist. Man lernt so viele tolle Menschen kennen, Künstler, und ich kann es mir nicht mehr vorstellen, ohne das Tanzen. Championship in L.A. bin ich mit der Gruppe Vize-Weltmeisterin geworden, was ein Riesenerlebnis für mich war. Generell das ganze Turnier war wow und ich glaube, ich habe es immer noch nicht realisiert, dass ich wirklich so weit gekommen bin. In L.A. bin ich mit meinem Solo Weltmeisterin geworden und mit der Gruppe Vize-Weltmeister. Als dann verkündet wurde, dass wir dann Vize-Weltmeister wurden, konnte man es erstmal gar nicht realisieren, erst danach, und dann wurde schön gefeiert und das war einfach ein super Erlebnis. Ich tanze seit 5 Jahren bei Petra Bodinger. Dem war ich auch in den Staaten und wir waren sehr erfolgreich dort. Wir fördern im Prinzip jeden unserer Tänzerinnen und Tänzer nach ihrem Leistungslevel. Das heißt, egal ob sie schon fortgeschritten oder ganz am Anfang stehen, jeder bekommt die gleiche Förderung. Tanzen kann jeder, der auch laufen kann. Sie waren 6, 7 Jahre alt, als sie zu mir kamen, und jetzt sind sie 15. Und das heißt, das ist einfach viele Jahre, die man zusammen ist, die man zusammen arbeitet. Und das ist die perfekte Vorbereitung, auch so erfolgreich zu sein. Für mich ist die Petra die Mutter der Company. Die hat immer den Überblick über alles und kann Talente wunderbar erkennen und ja, die Sterne zum Leuchten bringen. Petra Bodinger ist die Company. Sie hat die Soul of Dance Company vor sehr, sehr, sehr langer Zeit gegründet. Ja, es heißt die Seele des Tanzes, und Petra ist die Seele des Tanzes, weil alles, was an Kreativität und Input in den letzten Jahren umgesetzt wurde, stammt aus ihrer Feder. Soul of Dance Company macht anders zu anderen Companies definitiv die Disziplin. Eine halbe Stunde vor dem Trainingsbeginn oder Workshop sind die hier und stretchen sich. Und ich liebe sowas. Ein gewisser Spirit, wenn ich in den Saal reinkomme. Und das ist hier so. Die Soul of Dance Company hat ein ganz spezielles Credo. Erstens mal die Muße, den Menschen und ihren Tänzerinnen und Tänzern das mitzugeben, was sie für ihr weiteres Leben auch gebrauchen können, nämlich Disziplin und Freude und Spaß am Sport. Es geht wirklich in die Variation, ich besinne mich auf das, was ich kann, ich habe sehr, sehr, sehr viel und sehr lange dafür geübt, darf ein bisschen Aufregung spüren und dann in dem Moment, wo ich auf die Fläche gehe, die Musik angeht und das Licht angeht, dann darf das alles weg sein und nur noch der Tanz im Vordergrund stehen.